So, Welle ist fertig gerichtet. Ich habe sie auf um die 200. Schlacht bekommen. Sie hat sich so, wie so ein Aal war dieses Ding. Wenn man sie hier versucht zu bearbeiten, dann wupp, hat sich dieses Ding herausgedreht. Also eine VA6-Welle, boah, wie so ein Aal, der sich aus alles herauswindet. Ja, normalerweise nehme ich zuerst für die Wellen, um die Riefen rauszubekommen, nämlich Schmirgeleien, wie dort an der Wand. Damit, das mache ich einfach per Hand, ich zeige es euch mal ganz kurz, grob so, habe ich so und gehe in dem sozusagen, wenn es sich dreht, pulle ich über, ist ein bisschen aggressiver, sehe ich, wann die Riefen raus sind und wenn ich damit fertig bin, dann geht es zum nächsten Schritt mit der Poliermaschine und dem Polierband. Das machen wir auch jetzt sofort, weil die Welle ist wie neu, dementsprechend ist da nichts dran an Riefen. Deswegen habe ich nur mein Spezialpolierband. Das ist ein Leinen, wo drauf sozusagen so eine Polierpaste schon drauf gegossen ist. Man kann damit noch ein bisschen nachmachen, aber das Band ist schon fertig. Und damit einfach dieses Polierband und ich gehe Zapfen für Zapfen ab. Bei den Pleuelagern natürlich muss ich die Bewegung mitmachen. So. Muss ich mir einmal im Genauen angucken, ob es passend ist. Ich glaube, auf der Kamera wird man den Unterschied nicht sehen können, weil die Welle einfach schon wie neu war, oder Philipp meinte, es war sogar eine neue Welle. Ja, damit ist mein Fingernageltest, den ihr nicht nachvollziehen könnt durch die Kamera, merke ich ganz leichte Unterschiede, dass es die Rauigkeit ein ganz klein bisschen geringer ist. Ja, ich poliere die noch zu Ende und danach fange ich an mit den Meistergewichten bauen. Nach dem Polieren der Welle messe ich die Lagerzapfen. In dem Fall die Pleuelager. Ich habe hier meine Messschraube. Und messe es. Einmal so und einmal, fast immer einmal 90 Grad versetzt, weil nicht immer sind die Zapfen wirklich rund, sondern durch die Belastung, den Druck, sind sie manchmal oval. Und zusätzlich gucke ich es auch einmal, indem ich die Messschraube einmal nach rechts und nach links hin und her schiebe, ob es sich gleichmäßig anfühlt. So kann ich erkennen, ob das irgendwie sich ballig oder konkav verschlissen hat, das Ganze. So, der Daniel hilft mir gerade, er schreibt die Maße auf. 53,965, der Zapfen 1. Jetzt habe ich das so eingestellt und jetzt mache ich das eigentlich so ein bisschen, weil ich dann so viel gemessen habe, gefühlsmäßig. Wenn die Kraft genau die gleiche ist, die ich jetzt hier benutze, dann ist der Durchmesser höchstwahrscheinlich auch der gleiche. Gleiches Maß. Gleiches Maß. Die ist ja wirklich mal gleichmäßig. Gleiches Maß. Passt auch. Jo, die Welle ist wirklich komplett gleichmäßig auf 53,965. Das ist auch in der Toleranz. Da sieht man auch, dass sie fast neu ist. Eine Lagerschale haben wir schon eingebaut. Wir haben eine Messuhr. Wir übertragen das Maß des Pleuelzapfens auf die Messuhr. Die Uhr ist dann soweit bei 0. Und dann kann ich mit der Messuhr hier reingehen und das Lagerspiel messen.
Kannst du das soweit erkennen? Das war 45, das bedeutet, es ist 500stel vor 0. In dem Fall bedeutet das 500stel Lagerspiel. Seitlich sind die immer größer, wird man hier sehen. Hier geht es hier auf 7 und hier auf 8. Es muss immer sein, weil diese Bohrung ist nicht rund, die ist eher oval, damit so ein Ölkeil sich bildet. 500stel passt ganz gut. Wir haben auch gerade die größte Stange erwischt, falls ihr euch erinnern könnt, eine hatte plus 1,5 Hundertstel von dem Nennmaß. Dieses Maß passt sehr gut, so können wir alle anderen auf dieses Maß die Grundbohrung an der hohen Maschine größer holen. Das machen wir so im nächsten Schritt. So, wir haben einmal die Pleuelstangen alle auf ein Gewicht gebracht. Je nachdem, wo das Gewicht zu viel war, haben wir Material abgenommen. Wir haben dafür eine Waage, die wiegt sozusagen oben, unten. Und in dem Fall musste oben Material weg. Und in dem Fall zum Beispiel musste unten Material weg. Und oben. Bestimmt, hier musste nichts weg, dann ist das bestimmt die leichteste. Das leichteste, ja. Hier ist oben was weg, ja. Danach haben wir ja, danach mache ich jetzt die Grundbohrung passend. Wir haben ja einen Satz Lagerschale eingebaut und gemessen und haben gesehen, dass die mit plus 1,5 Hundertstel passend ist. Deswegen hole ich jetzt alle Pleuelstangen auf plus 1,5 Hundertstel mit dieser Maschine. Diese hier ist fast ein Hundertstel. Und schon fertig. Wie funktioniert das Ganze da? Dieses ist zwei Führungssteine. Das habe ich mich schon immer gefragt. Und hier ist der Stein. Der Stein ist, unten habe ich ein Pedal. Unten, wo ich ein Fußpedal mache. Und damit kann ich sozusagen den Stein raus und rein fahren. Wie Gas geben ist das? Ah, also es ist nicht so, dass du ihn quasi mit dem Fußpedal nur drehst? Sondern gleichzeitig geht er auch raus. Genau. So, hier habe ich auch wieder eine 100stel Stange. Das heißt, wenn du die ganze Zeit draufhalten würdest, würde es schon immer größer werden. Ja, jetzt habe ich nur, jetzt bewegt sich, aber man sieht, es ist ja noch gar keine Vorspannung. Und jetzt drücke ich ein bisschen weiter das Fußpedal. Ah, also okay, es ist abhängig davon, wie stark du es durchdrückst. Genau, ist wie beim Schweißen das Pedal, beim Wickschweißen. Und kannst du hiermit jetzt alle Durchmesser holen? Nein, nicht ganz. Das ist zum Beispiel die Stange, die ich nur für RS4 verwende. Nur RS4, dann sind die Steine sozusagen darauf eingeschliffen. Dann passt das immer schön. RS4 und VA6 ist ja das gleiche Maß. Deswegen kann ich die gut nehmen. So, noch ein klein bisschen raus. Anderthalb. So, das mache ich jetzt bei allen durch. So. Meistergewicht ist berechnet für meine selbst erstellte Liste. Mit den Gewichten wird hier eingetragen soweit und dann durch die Formel ergibt dann, dass das Meistergewicht jeweils 720,85 Gramm haben soll. Wir nehmen also und bauen das sozusagen zusammen, bis wir das passende Gewicht haben. Dieses Meistergewicht ist schon fertig, weil, wie man hier vielleicht sieht, ist hier Knete dran. Das hat einen bestimmten Grund. Das letzte Meistergewicht, was ich euch zeigen möchte, ist an der Maschine. Um zu vergewissern, dass der Schwerpunkt des Meistergewichtes genau in der Mitte ist, haben wir uns eine Wuchtwelle gedreht mit dem passenden Durchmesser und darauf spannen wir das Meistergewicht und lassen es laufen. Mit der Knete zusammen wird das richtige Gewicht erreicht. Jetzt lassen wir die laufen. Das sind 800 Umdrehungen. Und die Maschine sagt mir, 900 Milligramm Unwucht an der Stelle. Ich habe es jetzt umgebaut auf
zufügen, Material zufügen. Und ich knete jetzt hier einfach mal, knete da dran und lasse laufen. Noch ein bisschen Knete habe ich. Das war zu viel. Jetzt möchte er nämlich auf der anderen Seite 1,7 Gramm haben. Also, er möchte hier 1,7 Gramm haben. Knete ich also die andere hier dran. Und vom Gefühl her sagt mir, hier habe ich zu viel. Hier nehme ich was weg. Klebe es hier mit dran. Auch wenn das jetzt so ein bisschen aussieht, als wäre das hier so eine Gebastel, die Maschine lügt nicht und die Maschine sagt mir gleich, oder ich mache das so lange, bis der Schwerpunkt genau in der Mitte von der Welle ist. So, ich würde mal sagen, habe ich mal wieder zu viel genommen. Ich bin zwar jetzt in der Toleranz, aber es reicht mir noch nicht. Ich verfrachte also die Knete nochmal ein bisschen anders. Er will hier mehr Gewicht haben, nehme ich also wieder, weil ich keins mehr habe, um das Gesamtgewicht passend zu machen, nehme ich hier ein bisschen was ab, klebe es hier wieder dran. So, und so ein ganz klein bisschen, was ich gerade gemacht habe, ergibt, dass jetzt er nur noch 50 Milligramm, springt natürlich, weil das jetzt so genau ist, 100 Milligramm, das reicht vollkommen. Jetzt ist dieses Konstrukt aus Knete, Aluminium und Stahl, wenn es sich dreht, der Schwerpunkt genau in der Mitte. Und so weit bin ich jetzt mit dem fertig. Jetzt sind alle 6 Meistergewichte gewuchtet. Jetzt kann diese Wuchtwelle runter, die Kurbelwelle dran und jeder Zapfen bekommt dann sozusagen sein Meistergewicht, um das Pleuelkolbengewicht zu simulieren. Die sind auch so gebaut, dass die sozusagen diese Stehbolzen da drin sind, haben eine Passung, das ist richtig saugend, dass möglichst immer dieses Ding genau in die gleiche Position wieder reingeht. Ja, alle 6 fertig. Der nächste Schritt ist, an die Welle schrauben und Welle laufen lassen. So, die Welle ist auf der Wuchtmaschine. Die Meistergewichte sind angeschraubt. Wie ich ja schon sagte, simulieren die das Gewicht vom Pleuel und Kolben. Und jetzt lassen wir die Welle das erste Mal laufen und gucken wir mal, wie viel Gewichtsunterschied da wohl bei war. Manchmal habe ich bei den Wellen, dass da so 20, 30 Gramm rausgebohrt werden müssen. Das ist schon krass. Meistens, wenn die Pleuelkolben deutlich schwerer werden. Ah, so, geht ja. 3,5 auf der linken Ebene, 2,8 auf der rechten Ebene. Das ist schon mal erstmal ganz gut. So, er will hier Gewicht raus haben, auch gut, weil oft, wenn man nämlich schwere Pleuelkolben verbaut, will das, die Wuchtmaschine mal hier Gewicht raus haben, was man dann an einer blöden Stelle manchmal rankommt, dass das relativ dünn wird. Und auf der anderen Seite ist es hier. Das ist doch sehr gut. Das sind die Originalbohrungen und ich setze mir eine daneben. Der Bohrerdurchmesser bin ich jetzt gerade nicht 100% sicher, wie tief ich muss, weil meistens bei den V6-Wellen
brauche ich keinen 8er Bohrer, sondern einen 14er Bohrer. Da weiß ich ungefähr. Ja. Hier steht zum Beispiel RS4 Wange, 16,5 mm Durchmesser Bohrer, 20 tief, ergibt 26 Gramm. Mich wundert es nicht, dass da nichts von VR6 steht. Ja, steht da nicht. Obwohl, ehrlich gesagt, ich ganz viele gemacht habe in letzter Zeit. Das, was wir hier machen, wirklich viele Leute kommen und nutzen das Angebot von mir, dass ich diese Wellen eben passend mache. Merkt man da im Betrieb einen Unterschied, dass es gewuchtet ist? Kann gut sein. Okay. Das kann ich nicht direkt sagen. Ich habe nur mal eine direkte Rückmeldung bekommen von einem GTR-Tuner. Der hatte aus Amerika Sachen gekauft, das hieß alles gewuchtet, hat zusammengebaut und der Motor hat es komisch geschwungen. Mhm. Und dann hatten wir um die 10 Gramm war das rausgebaut und er sagte, es war weg. Bei wie viel Umdrehungen wird das jetzt gewuchtet? 800 Umdrehungen. Also wie Leerlauf ungefähr. Genau, aber das ist egal, weil die Kräfte werden bei höheren Drehzahlen, das reicht. Das ist wie bei einem Reifenwuchten, das wird ja auch nicht bei 300 km gewuchtet. Ein bisschen wieder Spezialöl. Das, was für die Motormontage ganz gut ist, das grüne Honigöl, ist auch für die Rollen extrem gut. So, mal gucken, ob ich mich da nicht verbohrt habe, weil es sieht gerade nicht so gut aus. Ich muss immer warten, bis die Haken sind. Das heißt, die Maschine hat sich stabilisiert. Nochmal kurze Zwischenfrage. Die sind ja... Hier will er noch an der gleichen Stelle. Das heißt, hier habe ich nicht so viel gebohrt. Und hier will er auch an der Stelle. Auch du, passt doch. Passt doch relativ gut. Hab einfach zu wenig gebohrt. Ja. Haben die einen bestimmten Winkel, wie die festgeschraubt sind? Oder einfach nur festgeschraubt? Die sind... Theoretisch wäre es vollkommen egal, weil der Schwerpunkt dieses Konstruktes ist genau in der Mitte vom Pleuelzapfen. Mhm. Aber wenn die jetzt so stehen würde, würde natürlich das hier einen höheren Umfang machen und dementsprechend mehr Luftreibung bzw. Widerstand ergeben. So ist unsere Regel, dass wir die immer genau 90 Grad zum Pleuelzapfen einbauen. Das hier 90 Grad. Das passt immer so. Ja. Ja. So, ich wuchte das noch zu Ende und gleich, wenn sie fertig ist. Das heißt, was schätzt du? Einmal noch bohren, zweimal bohren? Zweimal. Mindestens zweimal, oder? Ja. Aber du bohrst so lange, bis er genau null steht? Oder nee, genau ist da so null, die Toleranz? In der Toleranz ist das drin. Das wird berechnet für die Profis. Ich habe hier eingestellt 75 Gramm pro Millimeter. Wuchtgenauigkeit. Mhm. Bei rein 14er nämlich 50 Gramm pro Millimeter, ein klein bisschen genauer, weil die Toleranz von Meistergewichten, wenn ich die abschraube und wieder dran schraube, hat man ein ganz klein bisschen Toleranz, obwohl sie so gut gefertigt sind. Ja, das ist die Wuchtgenauigkeit, 75 Gramm pro Millimeter und die Maschine rechnet mir daraus eben, wie viel Gramm es sein muss. Ich schätze mal, wenn hier 1,5 ist und der grüne Bereich ist Intoleranz, dann ist das hier mal 1,6, dann ist das so knapp unter einem Gramm. Und dann sagt die Maschine Intoleranz für die Wuchtgenauigkeit. Mhm. Die Turboladern werden natürlich viel, viel genauer gewuchtet, weil es ja viel mehr Gewicht ist. Da haben die bestimmt, ach, ich muss raten, kannst du mal nachfragen, 5 Gramm pro Millimeter große Turbinenräder von Wasserkraftwerken oder die werden bestimmt nicht mit 75, sondern eher mit 200, 300. Mhm. Ich habe einmal mit einem gesprochen, die Formel 1 Toyota in Köln, die haben 50 Gramm pro Millimeter die Formel 1 Motoren für die, gemacht. Also auch mit zwei Ebenen, mit dem gleichen System, also bewege ich mich eigentlich schon in einem sehr guten Niveau. So, noch einmal gebohrt in die gleichen Bohrungen. Oh. Oh. So. Vorführeffekt. Die Maschine muss ja irgendwie die Drehzahl erfassen. Dementsprechend ist hier ein glitzerndes, reflektierendes Band draufgeklebt, was der Sensor entdeckt. Ich fahre nochmal hin. Und da. Es ist eigentlich egal, wo es ist, aber damit erfasst er die Drehzahl.
Und jetzt hat es wieder freigegeben. Jetzt können wir neu starten. Hat die Drehzahlerfassung und sind in Toleranz. 240, 50 Gramm, Milligramm und 420 Milligramm. Also voll in der Toleranz drin. Hiermit sind wir sozusagen soweit fertig mit der Welle. Die Schwungscheibe, die ist leider heute nicht angekommen. Normalerweise wuchte ich das ja immer mit so einer Stahlschwungscheibe, gibt es ja meistens nochmal toleranzmäßig nochmal Differenzen. Deswegen habe ich das sehr gerne, wenn die Schwungscheibe mitgeschickt wird, dass die mitgewuchtet wird. Die ist leider nicht angekommen mit der Post. Das mache ich morgen übermorgen. So lange lasse ich das darauf stehen. Würdest du denn normalerweise das auch erst so wuchten und jetzt die Schwungscheibe dran machen oder würdest du die Schwungscheibe von Anfang an dran machen? Nein. Immer so, dass die Welle für sich ist. Und die Schwungscheibe kann ja sein, dass man die wechseln möchte. Weil wenn ich das zusammen machen würde, dann würde sie man nicht mehr wechseln können. Also ist es für uns jetzt nur halb so schlimm, weil Schwungscheibe ran, dann nochmal wuchten. Genau, und dann wird eigentlich nur noch hier dran gebohrt. Und das heißt, hier bleibt gleich und du bohrst nur noch an der Scheibe. Man kann eine Schwungscheibe auch auf einer sozusagen auf einer neutralen Welle, das ist schon eine Spornvorrichtung, wuchten. Dann ist sie genau zentrisch. Kann aber sein, dass das hier, dieser Flansch, minimalen Höhensatzversatz hat oder minimalen Schlag hat. Und das gleiche ich natürlich alles aus, weil ich die Schwungscheibe an dieser Kurbelwelle drehe. Ah, okay, verstehe. Andere Seite, normalerweise muss ja Riemenscheibe genauso auch mitgewuchtet werden, ne? Ja. In dem Fall kommt auf diesen Motor aber ein Fluiddumper. Ich zeige euch mal einen hier. Bei allen Sachen, weil es sind Großseriensachen, sind die Sachen natürlich alle schon gewuchtet. RS4 hat auch eine Wuchtbohrung drin, die sind aber immer nur an sich gewuchtet, nicht im Verbund gewuchtet. So kann man die Genauigkeit erhöhen. Beim Fluiddämpfer, das zum Beispiel ist jetzt ein 1.8T-Fluiddämpfer. Ich habe ihn früher auch gewuchtet, habe dann aber einen Effekt gemerkt, dass sozusagen die Genauigkeit, die die Maschine hergibt, dieser hier schon als Toleranz wieder alles wegmacht. Woran liegt das? Der hat innen drin einen Stahlkern. Das ist ja relativ schwer. Und innen drin ist ein Stahlkern, der vielleicht mit, ich weiß nicht, 1/2 Zehntel Millimeter hier drin schwimmend gelagert ist in diesem dicken Silikonöl. Und wenn man jetzt dieses so dran schraubt, hatte ich immer gehabt, dann wartet man eine Stunde. Der Silikonkern geht runter. Man macht die Maschine an und er will hier 2 Gramm weghaben oder 3 Gramm. Dann macht man das, wo es schwerer ist, nach oben, lässt es eine Stunde liegen. Der Stahlkern sinkt runter, er wollte es hier wieder 2 Gramm haben. Das heißt, ich kann ja nicht reingucken, wo ist er gerade, ich kann ihn auch nicht zentrieren. Im Betrieb, glaube ich, zentriert sich das, weil das hier macht eine gleichmäßige Bewegung. Das heißt, es kann sein, dass sowas nach außen geschleudert wird und irgendwo dann hängt und sich so mitdreht. Im Motor hat man natürlich keine gleichmäßige Bewegung, da hat man ja immer Beschleunigung, Abbremsung von jeder Verbrennungs. Ne? Zustand ist ja immer so ein ganz klein bisschen. Und diese Differenzgeschwindigkeit, glaube ich, macht das in dem Dämpfer so wie bei Lagerschalen, dass der auf dem Öl gleitet und sich dadurch selber zentriert. Eine Theorie von mir, ich kann sie nicht beweisen mal eben. Ich kann nur sagen, dass die Fluiddämpfer ich nicht mitwuchte, dass ich bei besonderen Fällen mache ich das nur, dass ich die Dranschraube, Höhenschlag und Seitenschlag korrigiere, eventuell ausrichte mit einer Zentrierstift verstifte, dass der genau, also dass wenigstens, dass das Ding 100% gerade läuft. Was hier innen drin passiert, kann ich nicht sagen, aber dass das Ding gerade läuft. Okay, das heißt, nächster Step wäre jetzt, oder sind wir mit Wuchten fertig, wenn jetzt die Schwungscheibe theoretisch dran wäre? Mit Wuchten sind wir fertig, das ist soweit fertig. Der nächste Schritt ist jetzt, Pleuelgewichte auf ein Maß bringen. Wir haben ja jetzt das leichteste genommen und Pleuelkolbengewichte und noch einmal Pleuellager einbauen und gucken, ob das Lagerspiel passt. Und ganz zum Schluss würdest du die Welle auch noch einmal wieder polieren? Habe ich schon gemacht. Ich werde gucken, ob ich irgendwelche Spuren daran habe. Durch die Meistergewichte? Ja, oder wenn es hier läuft, dann kann ich mal ganz kurz noch mal überpolieren. Ja.
Okay. Im Normalfall würde ich das eigentlich immer machen, dass sie immer einmal kurz übergelappt wird zum Schluss. So, das war es soweit für heute mit jeder Menge VR6-Technik. Hat echt Spaß gemacht. Björn war heute richtig gut drauf, hat ihm Spaß gemacht. Er möchte jetzt immer VR6 machen, also wenn ihr ein VR6 habt und das auch haben wollt, kontaktiert ihn einfach. Als nächstes wird Marius Motor zusammengebaut, Block ist fertig, Kurbeltrieb ist fertig, wenn das Schwungrad da ist. Schicke ich dir dann. Dann wird das Ganze zusammengebaut und dann halten wir euch natürlich auch wieder mit Videos auf dem Laufenden. Danke fürs Zuschauen. Tschö. Wenn wir da ein Video machen, stelle ich mich hier hin und du sollst mal die Wucht damit einfach.